Schönen guten Tag zusammen. Ich hoffe, man hört mich gut. Ja, ich bin Marina Weißband und ich werde nicht lügen. Als ich 2009 in der Piratenpartei aktiv wurde, waren wir alle voller Enthusiasmus für dieses Internet. Wir haben gedacht, jetzt, wo das Internet da ist, jetzt werden wir doch alle mündiger, demokratischer, eigenständiger. Und das hing sicherlich damit zusammen, dass Beteiligung nie so einfach war, wie sie mit Hilfe digitaler Medien ist. Es war noch nie so einfach für jeden Bürger, jede Bürgerin, alle Informationen zu haben, sich zu bilden und gleichzeitig eigenen Content zu erstellen, seine Stimme hörbar zu machen und sie zu vervielfältigen. Der Zugang wird immer intuitiver. Und durch Dinge wie Meme-Kultur erleben wir tatsächlich einen internationalen Austausch über Werte und Normen unter Jugendlichen. Und wer hätte das in seiner Science-Fiction gedacht? Also haben wir gedacht, jetzt muss doch alles gut werden. Denn digitale Werkzeuge helfen ganz konkret in Beteiligungsprozessen, indem sie sie strukturieren, indem sie sie protokollieren und für alle transparent machen, indem sie neue Menschen aktivieren und auch motivieren, gerade bei Jugendlichen, weil wir es hier mit ihrer Lebenswelt zu tun haben. Digitale Medien helfen zu gestalten. Sie erlauben uns ganz einfach Videos zu drehen, eigene Medien zu machen. Sie können helfen zu übersetzen zwischen Medien, zwischen verschiedenen Verständniswelten, aber auch ganz banal zwischen Sprachen. Sie helfen zusammenzuarbeiten und kollaborativ Material zu erstellen und zu vervielfältigen. Also haben wir gedacht, jetzt kommt die neue Zeit der Beteiligung. Jetzt haben wir es mit nichts Geringerem zu tun als einer zweiten Welle der Aufklärung. Ja, weil mehr Macht für jeden bedeutet auch mehr Verantwortung für jeden. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, diese neue Verantwortlichkeit zu entwickeln. Dieser naiven Vorstellung wurde ein erster Dämpfer versetzt, als wir gesehen haben, oh, Beteiligung funktioniert ja gar nicht für alle gleich. Menschen haben unterschiedlichen Zugang zu digitaler Beteiligung. Hier habe ich beispielhaft ein paar Faktoren aufgelistet. Der erste wäre der unterschiedliche Zugang zur Infrastruktur, also die Verfügbarkeit von Endgeräten, die Anbindung ans Internet oder an ein leistungsfähiges Internet, wo Deutschland immer noch ein Entwicklungsland ist, bekanntlich, die verschiedene Nutzungskompetenz, in der auch, aber nicht nur Alter eine Rolle spielt, die verschiedene Bildung und die verfügbare Zeit für Beteiligung. Und das möchte ich ein bisschen aufdröseln. Die ersten beiden Faktoren halte ich für temporär. Also, dass die Infrastruktur nicht stimmt, ist absolut katastrophal, ist aber etwas, das über kurz oder lang, wahrscheinlich eher lang, geklärt wird. Es ist ein vorübergehendes Phänomen, also wir brauchen einfach noch ein bisschen bis zumindest eine basale digitale Versorgung, sodass wir sagen können, Beteiligung funktioniert, überall verfügbar ist. Die verschiedene Nutzungskompetenz ist auch etwas, das temporär ist. Und damit meine ich nicht, die alten Leute, die sterben ja sowieso weg, sondern Nutzungskompetenz sickert ja auch durch, nach und nach. Es ist eine neue Umwelt, es ist eine neue Kulturtechnik für viele, aber wir bilden uns nach und nach und es gibt immer mehr Kurse und dieses lebenslange Lernen nimmt dann hoffentlich auch Fahrt auf. Ich arbeite viel mit Volkshochschulen und versuche, die zu entwickeln. Komme ich später drauf. Das Wesentliche ist, auch im Alter, auch bei digital unaffinen Menschen, ist digitale Beteiligung und das Lernen, wie mache ich das eigentlich, nicht eine Frage der Voraussetzungen, sondern vor allen Dingen eine Frage der Motivation. Also wozu brauche ich das? Das heißt, wenn wir wirklich Menschen digital beteiligen an Entscheidungsprozessen, dann werden sie auch eher geneigt sein, die entsprechenden Kulturtechniken zu erlernen, als wenn wir das nicht tun. Und dann bleiben die Faktoren, was ist eigentlich mit sowas wie Bildung, was ist eigentlich mit sowas wie Zeit, beteiligen sich eigentlich online immer nur die gleichen? Spoilers, ja, tun sie. Allerdings muss man sagen, dass diese beiden Faktoren auch in Offline-Beteiligung, wenn wir jetzt über sowas wie Wahlen hinaussehen, genauso sind. Auch bei jeder Art von Bürgerforum beteiligen sich meistens die gleichen. Das heißt, die Frage ist eher,
Wie lösen wir das? Wie lösen wir das Dilemma, dass zwar alle an einer Demokratie teilhaben sollen und aktiv ihre Stimme einbringen sollen, aber manche Menschen auch noch sowas wie Familie haben oder fordernde Berufe oder nicht die Kapazitäten haben, so viel Text zu verarbeiten oder nicht die Vorbildung haben, bestimmte Zusammenhänge zu verstehen. Und neben der offensichtlichen Steigerung der Bildungsgerechtigkeit, die ein Riesenthema in diesem ganzen Komplex ist, die ich nicht ausreichend beleuchten kann und die sicherlich ein großer Verlierer von Corona ist. Daneben wurden andere Systeme untersucht. Wie gehe ich eigentlich damit um, dass die Motivation, die Vorbildung und die Kompetenz und die Zeit in einer Bevölkerung unterschiedlich verteilt sind? Und auch hier kann uns die Digitalisierung helfen. Ich mache jetzt mal eine ganz alte Kiste auf. Die Idee der Liquid Democracy besteht ja darin, dass in dem Moment, wo ich nicht die Zeit oder die gefühlte Kompetenz habe, mich zu einem Thema zu äußern und einzubringen, ich meine Stimme für dieses Thema, für diese Entscheidung an eine Person delegieren kann, die ich für kompetenter halte. Zum Beispiel würde ich in ökonomischen Fragen meine Stimme an meine Mutter delegieren, die ist Ökonomin. Und meine Mutter würde unsere beiden Stimmen möglicherweise an einen noch schlaueren Ökonomen delegieren und der hätte dann drei Stimmen. Wir könnten sie aber auch jederzeit zurücknehmen. Und das Wichtige ist, ich delegiere ja meine Stimme nur an jemanden, von dem ich glaube, er vertritt meine Interessen. Auf diese Weise, das lässt sich offline überhaupt nicht abbilden. Man könnte gar nicht verfolgen, wo jetzt welche Stimme ist. Ich spiele das sehr gerne an den Schulen, an denen ich arbeite, mit meinen SchülerInnen, mit Münzen. Ihre Stimme ist dann eine Münze und sie dürfen durcheinander rennen und ihre Münze jeweils an die Person geben, die sie vertreten soll in einer Abstimmung. Und wir sprechen dabei über direkte Demokratie, über repräsentative Demokratie und über diese Mischform der liquiden Demokratie und welche Vor- und Nachteile alles hat. Die Liquid Democracy ist sicherlich eine Form, die das Digitale optimal ausnutzt und die ein bisschen vereint, dass ich eine Stimme habe und aktiv einsetzen kann, obwohl ich vielleicht in einem Thema nicht so viel Ahnung habe. Aber ich bin nicht gezwungen, meine Stimme abzugeben für ganze 4 Jahre, sondern ich kann sie eben auch zurücknehmen. Diese Form wird politikwissenschaftlich untersucht, wurde auch schon untersucht seit circa 2011, würde ich sagen, ernsthaft betrachtet. Die Ergebnisse waren sehr, sehr gemischt und sehr, also das häufigste Ergebnis in praktischen Versuchen war, dass die Beteiligung bei diesen Systemen sehr gering war. Der Hintergrund war aber nicht einfach nur, dass das liquid-demokratische Systeme waren. Der Hintergrund war meines Erachtens, dass ihre Entscheidungen nicht verbindlich waren. Und damit bin ich bei einem Kernpunkt digitaler Beteiligung. Oft genug, wenn wir über Partizipation sprechen, wenn wir über Beteiligung sprechen, haben die Resultate Vorschlagscharakter. Das heißt zum Beispiel ganz konkret in Liquid Friesland, wo in Friesland das System getestet wurde, ja, es gab eine Online-Bürgerbeteiligung, aber die Ergebnisse dieser Abstimmungen waren eine Empfehlung für die Verwaltung. Und die Verwaltung hat dann gesagt, ach, vielen Dank für Ihre Empfehlung, wir tun sie mal in Ablage P. Und das ist meines Erachtens der wichtigere Faktor. Also hätte man das direkt demokratisch gemacht, sähe das vermutlich ganz ähnlich aus. Und wir sehen das tatsächlich an direkt demokratischen Beteiligungsverfahren. Wenn ich echte Beteiligung will, müssen die Ergebnisse in irgendeiner Weise verbindlich sein. Sie müssen etwas ändern. Pseudobeteiligung ist schlimmer als gar keine Beteiligung. Das war also die erste Hürde. Und dann kam die zweite Hürde. Da haben wir gelernt, das Internet macht an sich weder demokratischer noch undemokratischer über soziale Medien, Verschwörungstheorien und alles, was wir hier anführen könnten. Das Internet macht per se gar nichts, um es mit den Worten von Jöran Moos-Mehrholz zu sagen, das Digitale ist der große Verstärker. Das heißt, Digitalisierung verstärkt eigentlich nur die Tendenzen, die in unserer Gesellschaft sowieso schon vorhanden waren. Wenn ich gerne faul auf dem Sofa liege, kann ich mit einem Smartphone besser faul auf dem Sofa liegen. Wenn ich politisch aktiv bin, kann ich mit Hilfe eines Smartphones besser politisch aktiv sein. Und das trägt uns meiner Meinung nach zur viel basaleren Frage digitaler Beteiligung. Und die ist,
wie erzeugen wir eigentlich Zusammenhalt? Wie erzeugen wir eigentlich überhaupt die Motivation und das Verständnis von mir als Akteur in einer Gesellschaft? Denn dann ist die Frage, ob und wie ich mich beteilige, leitet sich ganz automatisch ab. Die Motivation steigt. Dadurch steigt auch die Motivation, Nutzungskompetenz zu erlangen. Dadurch steigt möglicherweise auch die Motivation, mich mit adäquaten Endgeräten zu versorgen. Und natürlich dann auch der Druck auf den Staat, diese Endgeräte in sozialen Maßnahmen immer mitzudenken. Das heißt aber, wir sind hier an einer Erziehungsfrage, an einer im weiteren Sinne Bildungsfrage. Und in der Bildung, ich arbeite an Schulen, ich leite selber ein SchülerInnen-Beteiligungskonzept, das mithilfe einer digitalen Plattform, aber eben auch offline SchülerInnen helfen soll, sich verbindlich an ihrer Schule zu beteiligen. Und das Erste, was ich oft höre, wenn ich dieses Projekt in Klassen vorstelle, ist, warum sollen wir uns denn beteiligen? Die Lehrer machen doch eh, was sie wollen. Das hört man genauso auf der Straße als die da oben machen doch eh, was sie wollen. Das ist erlernte Hilflosigkeit. Das bezeichnen wir in der Psychologie so. Das ist also der Zustand, in dem man lange einen Zustand nicht ändern konnte oder glaubte, ihn nicht ändern zu können. Dann bekommt man die Möglichkeit, hat aber weder die Fähigkeiten noch die Motivation, etwas zu verändern. Und das ist die wahre Ungleichheit, denn wir sehen, dass bei denen, die sich aktiv an der Demokratie beteiligen, die Selbstwirksamkeit sehr hoch ist. Und bei denen, die es nicht tun, ist sie sehr niedrig. Und wenn wir alle erwischen wollen, das heißt nicht nur die üblichen Verdächtigen, nicht nur die, die sowieso bei den in der Schülervertretung sind, nicht nur die, die sowieso zu den Bürgerforen anrücken, sondern alle, dann gibt es zwei Orte, an denen wir alle mitnehmen können in der politischen Bildung. Und das sind die Kommune und die Schule. Das sind die Orte, wo wir einander sehen. Und wenn wir etwas dort verändern, dann sehen wir es jeden Tag. Das ist das, was die Selbstwirksamkeit erhöht. Wenn ich diesen Fahrradständer dahin gebaut habe und ich laufe an ihm vorbei, dann ist dieser Fahrradständer jeden Tag eine Erinnerung an meine Macht. So, und mit dieser Macht muss man natürlich auch umgehen lernen. Die Partnership for 21st Century Learning hat 4 Kompetenzen identifiziert oder 4 Kompetenzbereiche, die wir brauchen, um handeln zu können und die in der Zukunft relevant werden. Das ist Kommunikation, Zusammenarbeit, Kreativität und kritisches Denken. Und sehr wichtig als übergeordnete Dimension ist die Persönlichkeitsentwicklung, also lernen, wer bin ich? Was will ich? In was für einer Gesellschaft lebe ich? In was für einer Gesellschaft will ich leben? Und wie komme ich dahin? Und wo lernen wir das? Wo ist der Raum, in dem wir diese Art von Entwicklung und Reflexion durchmachen? Es ist nicht die Schule, es ist nicht die Kommune zurzeit. Diese Orte müssen geschaffen werden. Diese Zeit und dieser Raum muss eingeräumt werden. Und zwar bei jungen Menschen ganz explizit, aber auch bei allen anderen. Es hängt massiv von Begleitung ab. Digitalisierung ist Beziehungsarbeit. Beteiligung ist Beziehungsarbeit. Egal wie digital wir einen Prozess gestalten, er bedeutet gerade im sozialen Kontext nicht, dass wir Personal abbauen können. Im Gegenteil, er bedeutet, dass wir mehr Personal brauchen. Und zwar mehr Personal, das genau diese Art von Reflexion leisten kann. Denn das Politische entsteht immer zwischen Menschen. Und das Digitale ist ein super Tool, um Dinge transparent zu machen, zu protokollieren, alles, was ich aufgezählt habe. Aber es entsteht zwischen Menschen. Das bedeutet, wir müssen dritte Orte schaffen. Wir müssen Volkshochschulen und Bibliotheken zusammenlegen und möglicherweise Kneipen dazu. Ich bin ein großer Proponent der Volkshochkneipen. Orte also kurzum, an denen Menschen mit verschiedenen Meinungen zusammenkommen und live diskutieren können. Und dann eine Schlussbemerkung zur Infrastruktur, über die das Ganze läuft. Denn alles ist politisch und nichts könnte politischer sein als die basale Infrastruktur, über die unser demokratischer Diskurs läuft. Also buchstäblich die Plattformen, die Software, aber auch die Kabel, also das Eisen, über das unsere Wirtschaft, unsere Demokratie, alles funktioniert. Denn das wird gerade gestaltet. Und bei dieser Gestaltung sehe ich ein Tauziehen. Auf der einen Seite sehe ich als Akteure
große quasi monopolistische Unternehmen und autoritäre Staaten. Die ziehen aus verschiedenen Gründen an einem Ende, aber die wollen gerne ein Internet, das möglichst zentral ist. Die wollen Strukturen, die möglichst zentral sind, möglichst wenige Knotenpunkte haben, an denen alles zusammenläuft. Große Unternehmen möchten das, weil vernetzte Daten wertvoller sind als lose Daten. Autoritäre Staaten möchten das, um Informationsfluss besser kontrollieren zu können, um ihre BürgerInnen besser kontrollieren zu können. Auf der anderen Seite steht die globale Zivilgesellschaft. Die hat Interesse an einem möglichst dezentralen Internet, wie ihr da unten sehr schön sehen könnt. Und diese globale Zivilgesellschaft sehe ich noch nicht stark in Aktion. Und wenn wir über digitale Beteiligung sprechen und über die Möglichkeiten digitaler Beteiligung, dann ist eine der Löwenaufgaben jetzt als Zivilgesellschaft dafür zu kämpfen, dass man auch eine Infrastruktur hat, über die das egalitär mit der Möglichkeit zu Anonymität datenschutzfreundlich geht. Und ich glaube, dass diese Aufgabe in Deutschland noch unterschätzt wird. Aber was denkt ihr? Ich habe jetzt Zeit für Fragen. Vielen Dank, Marina. Wir haben auch tatsächlich schon die erste Frage bekommen. Und zwar schreibt jemand, wie schaffen wir es, Strukturen zu schaffen, damit die erlernte Hilflosigkeit von SchülerInnen abgebaut wird, beziehungsweise gar nicht erst entsteht? Gerade gestern die Sendung von Hart aber fair war ein Paradebeispiel. Alle reden über SchülerInnen, aber niemand mit den SchülerInnen. Korrekt. Also das Erste wäre tatsächlich, SchülerInnen in der öffentlichen Debatte viel ernster zu nehmen. Das Zweite ist, ich bin absolut dafür, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. Das Dritte ist, ich persönlich arbeite ja nicht umsonst in dem Projekt Aula, www.aula.de, für die, die es interessiert. Und was unser Ansatz ist, diese Selbstwirksamkeit von der ersten Klasse an zu bewahren. Ich sage bewahren, weil sie in der ersten Klasse noch da ist. Im Optimalfall. Und je früher wir anfangen, mit den Kindern zu arbeiten, wir arbeiten ab Klasse 5, da sind sie noch ganz kreativ in ihren Ideen. In Klasse 10 ist es schon deutlich ärmer, was da kommt. Und das liegt einfach daran, dass sie eine gewisse autoritäre Struktur durch die Schule gewöhnt sind. Sie wissen, sie müssen von dann bis dann da sein und sie müssen den Stoff lernen. Ihnen wird nicht immer erklärt, warum. Und um das abzubauen, braucht es konkrete, verbindliche Beteiligung an den Fragen und Belangen ihrer Schule. Und wir machen einen Vertrag mit der Schulkonferenz, die sagt, wir tragen alle Ideen mit, die die SchülerInnen per Aula beschließen in diesem und diesem Rahmen. Und die SchülerInnen können dann eigene Ideen entwickeln und umsetzen. Und sie lernen über Minderheitenschutz und sie lernen über Kompromisse. Und es gelingt nicht alles und es ist teilweise auch mit Frust verbunden. Aber sie lernen, dass Demokratie Arbeit ist und dass diese Arbeit sich lohnt. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Aber wir müssen auch über Schulen hinausdenken. Die Frage, die sich mir stellt, und du hast es ja so ein bisschen schon angerissen, ist, mitsprechen ist häufig gar nicht so das Problem im digitalen Zeitalter, sondern das Mitentscheiden ist das viel größere Problem. Warum hat sich das so entwickelt? Warum geht das nicht Hand in Hand? Ja, blöd gesagt, die Leute, die jetzt im Moment entscheiden, haben eine gewisse Freiheit und eine gewisse Kreativität, die sie da auch umsetzen können. Und das ist etwas, das man sehr ungern aufgibt. Und jemanden mitentscheiden lassen, bedeutet immer Kontrollverlust. Menschen haben sehr viel Angst vor Kontrollverlust, egal wie berechtigt oder unberechtigt das ist. Meine Erfahrung mit SchülerInnen ist zum Beispiel, dass das von einigen LehrerInnen befürchtete Chaos nie eintritt. Also die sind wahnsinnig verantwortungsbewusst und überraschen damit regelmäßig ihre LehrerInnen. Genauso verhält es sich aber auch zwischen einer Stadtverwaltung und der Bürgerschaft. Nur das muss geübt werden und das ist ein vorsichtiger Annäherungsprozess. Und er hat mit Kontrollverlust zu tun, den diejenigen, die die Kontrolle jetzt im Moment haben, nicht freiwillig eingehen werden. Dafür bräuchte es größere gesellschaftliche Veränderungen. Wie könnte man die anstoßen? Hast du Ideen?
Also einerseits als Psychologin rate ich Unternehmen und auch PolitikerInnen immer dazu, möglichst viel Mitbestimmung zu erlauben, weil es ihnen ihr Leben leichter macht. Ja, weil nach dem Motto, ich spucke nicht in mein eigenes Wohnzimmer, das ich selber eingerichtet habe, verhalten sich BürgerInnen, SchülerInnen, MitarbeiterInnen ganz anders, wenn sie das Gefühl haben, das hier ist ein gemeinsames Projekt und ich baue es mit auf, als wenn sie glauben, ich darf hier sein, aber ich bin hier mehr so zu Besuch und das ist fremdgesteuert. Vandalismus geht zurück, Gewalt kann zurückgehen, die Motivation und die Einhaltung von Regeln wird viel, viel größer. Das heißt, eigentlich haben sie einen Anreiz, digitale Partizipation zu erlauben. Das muss man aber lernen und das ist viel Aufklärungsarbeit. Und das ist die Art von Aufklärungsarbeit, die ich mache, die viele NGOs machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg. Eine weitere Frage kommt von Thorsten. Wie organisieren wir die Entwicklung gemeinwohlorientierter digitaler Infrastruktur? Wer wird hier koordinierend, Organisationen zusammenbringend etc. aktiv? Wer setzt die Prioritäten und wie kann das funktionieren? Also es gibt jede Menge NGOs, die sich dafür einsetzen. Digital Courage, der CCC und so weiter. Die haben diese Dinge auf dem Schirm und die fachliche Kompetenz. Das Wichtige ist jetzt, dass das in der Politik ankommt und ernst genommen wird. Denn der vermittelnde Akteur ist die Politik. Wirtschaftlich gesehen werden Netzwerke immer dazu neigen, möglichst zentral zu werden. Das liegt einfach an den Netzwerkeffekten. Ganz einfach soziale Netzwerke. Ich möchte da sein, wo alle meine Freunde sind. Das heißt, wir gehen alle zum Größten. Das heißt, die anderen sterben aus und wir haben Monopole. Und wenn man das der Wirtschaft überlässt, dann passiert das genauso. Wenn man möchte, dass das Internet dezentral ist, dass meine Daten bei mir liegen, dass wir möglichst viel gemeinschaftlich besitzen von der Infrastruktur, dann ist das eine Frage politischer Regulierung. Und das muss politisch abgebildet werden. Und dafür müssen wir Campaigning bei den Parteien machen. Rudi schreibt, wie immer bei Demokratie stellen sich die üblichen Fragen, wie stellen wir Repräsentativität her, wie finden wir heraus, was die Nichtwählenden wollen. Es gibt auch ein paar Ideen, wie bei Gegenwahlen, das heißt Losverfahren statt Wahlen, Wahlpflicht statt Wahlrecht, Abgeordnetenmandatsverteilung nach dem Prinzip in Prozent der Wahlberechtigten und in Anführungszeichen leere Parlamentssitze für alle Nichtwählerstimmen, ungültige Stimmen und so weiter. Was hältst du von solchen Ideen oder hast du vielleicht noch eigene? Gemischt. Nicht überzeugt von Wahlpflicht, total überzeugt von gelosten Bürgerräten, aber zu bestimmten Themen, also nicht Stadtparlament, sondern zusätzlich als Instanz. Die haben zum Beispiel in Irland es geschafft, die Ehe für alle zu öffnen und Abtreibung zu erlauben. Also zwei Fragen, die höchst kontrovers sind in Irland. Und nur durch solche zufällig gewählten BürgerInnenräte konnte eine Entscheidung in jedwede Richtung überhaupt Akzeptanz finden bei der Bevölkerung. Wenn wir von sowas wie Corona-Maßnahmen und Klimaschutzmaßnahmen sprechen, wäre das genau das richtige Format. Und wir hätten auch die Bevölkerung repräsentiert und nicht wieder immer dieselben. Ich glaube, dass das parlamentarische System seine Vorteile hat. Das sage ich als jemand, der anfangs mit dem Gedanken gespielt hat, das Parlament durch eine liquide Demokratie zu ersetzen. Aber ich glaube, dass es viele ergänzende Wege geben kann, gerade in der kommunalen Beteiligung und dass wir sie ausprobieren müssen. Liquid Democracy ist ja auch immer Arbeit, weil man sich eben informieren muss, um auch eine gute Entscheidung treffen zu können. Wie kann man Leute gut motivieren, da aktiv zu werden und auch sich gut vorzubereiten auf gewisse Art und Weise? Mein Paradebeispiel dahingehend ist die Schweiz, wo die hat einfach den großen Vorteil, dass sie sehr, sehr viele Jahre Übung hat. Und die BürgerInnen bereiten sich deshalb so gut auf die Volksabstimmungen vor, weil sie wissen, dass ihre Stimme tatsächlich einen Effekt hat. Ich kann niemanden dazu motivieren, sich in irgendwas einzulesen, wenn die Stimme mehr so Empfehlungscharakter hat, wenn es mehr so eine Meinungsumfrage ist. Kein vernünftiger Mensch wird so viel Mühe in eine bloße Umfrage investieren. Wenn ich aber weiß und gelernt habe, und ich muss diesen Prozess wirklich ein paar Mal durchmachen, es dauert eine Weile, dann bereite ich mich auch gewissenhaft vor. Ich glaube, wir unterschätzen sogar, wie gewissenhaft Menschen das machen würden, wenn sie diese entsprechende Übung hätten. Ich kann aus der Erfahrung an Schulen sagen, dass es
ein bis zwei Jahre dauert, bis das System Aula reibungslos läuft. Und bis dahin muss es immer wieder betreut werden, muss es immer wieder nachgebessert werden, muss immer wieder nachgeschult werden oder Gespräche geführt. Also es ist ein Aufwand für Pädagogen. Und deshalb sage ich auch wieder, diese Art von Beteiligung, das ist Beziehungsarbeit. Und wir brauchen Menschen, die das begleiten. Du hast ja auch in deinem Vortrag eingangs gesagt, nicht alle Menschen haben gleich teil. Welche Chance kann da vielleicht auch digitale Teilhabe bedeuten oder vielleicht auch welche Herausforderungen, vielleicht formulieren wir es so? Ehrlich gesagt glaube ich tatsächlich, dass wenn wir über die Ungleichheit von Beteiligung sprechen, obschon mir absolut klar ist, dass der Zugang und die Fähigkeit, sich digital zu beteiligen, verschieden verteilt sind, glaube ich, dass das Digitale eher auf der positiven Seite steht. Das heißt, es kann noch mehr Menschen erleichtern, teilzuhaben. Ich arbeite zum Beispiel mit SchülerInnen, die sprachbehindert sind, die also statt sich im Unterricht einzubringen oder bei Klassendiskussionen die Möglichkeit liebend gern nutzen, ihre Ideen schriftlich einzubringen. Ebenso SchülerInnen, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen, die lassen sich viel leichter einbinden über die Möglichkeit automatischer Übersetzung. Generell erleichtert das Digitale den Abbau von Barrieren dadurch, dass es multimedial repräsentiert werden kann. Ja, ich kann etwas vorgelesen bekommen, ich kann etwas als Video gucken, ich kann etwas als Text lesen, je nachdem, welche Art von Einschränkung ich habe. Und es ist für Menschen, die wenig Zeit haben, irgendwo hinzufahren. Also für mich zum Beispiel, ich habe ein kleines Kind, ich kann nicht jeden Abend bei irgendwelchen Bürgerforen dabei sitzen. Ich kann mich aber durchaus digital beteiligen, weil es weniger Zeit kostet. Und mit dem Maß, mit dem das Digitale sich entwickelt, wird es auch für motorisch eingeschränkte Menschen, für ältere Menschen immer leichter und besser bedienbar, immer intuitiver. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir zur Inklusion gehen müssen. Ist das letztlich aber auch immer eine Frage von Geld, weil man braucht natürlich eine digitale Infrastruktur, oder geht das auch anders? In Deutschland hat jeder das Anrecht auf einen Fernseher. Und ich sehe nicht, wie nicht jeder das Anrecht auf einen Computer und ein mobiles Endgerät hat. Das ist Grundvoraussetzung und das sollte absolut im Hartz-IV-Satz abgedeckt sein, damit alle Kinder Zugang zu digitalen Geräten für ihre Schulbildung haben, damit alle BürgerInnen Zugang zu digitalen Geräten für Beteiligung haben. Das ist, glaube ich, eines der am leichtesten zu lösenden Probleme, weil wir so viele andere materielle Dinge haben, die uns nicht diese Reichweite an Mündigkeit, an Entscheidungsfähigkeit, an Beteiligung versprechen.